Glücklicher Abschlag, Stephen O'Day mit der Möglichkeit, hier auf 2:0 zu stellen. Eieiei. Bitter, bitter für Dominik Palesko. Lädt hier Stephen O'Day ein zum Tore schießen und der schlägt diese Offerte nicht aus. Hier noch einmal direkt in die Füße von Stephen O'Day, der auch schneller reagiert. Und dann auch er mit der Coolness. Wie zuvor auch Pamodou. Zweite große Tormöglichkeit für den FC Zürich. Zweites Tor. Effizient der Auftritt der Gäste bislang. Zwischen den Beinen von Palesko hindurch trifft er hier zum 2:0. Der missratene Day und 5:0. Rodriguez eben erst ins Spiel eingetreten mit dem Pass auf O'Day. Der trifft zum zweiten Mal am heutigen frühen Abend in der 63. Minute. 0:5 das neue Resultat zwischen dem FC Concordia Basel und dem FC Zürich. Prima Einstand von Rodriguez und Stephen O'Day.